Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes Pokémon Ultrasonne und Ultramond Wi-Fi Battle. Heute wieder in einem uns sehr bekannten Tier, bin immer noch sehr verliebt und ich finde vor allen Dingen immer noch neue Sachen, die ich unbedingt ausprobieren will. Wir spielen heute Pio und man kann, glaube ich, an der Dynamik unseres Teams erkennen, dass wir heute, sag ich mal, die Gurkenarmee rauspacken. Wir haben Goofer mit dabei und wir haben das großartige Dummiesel mit dabei. Ist eigentlich eine Schlange, könnte aber auch eine Gurke sein, wer weiß, und ich freue mich, dieses Pokémon einsetzen zu können. Ist so eine kleine Challenge, würde ich beinahe sagen. Ich wurde in einem Stream dazu aufgefordert, Dummiesel mal einzusetzen, aber nicht in der normalen Variante, würde ich beinahe sagen. Also das klassische Dummiesel-Set besteht ja aus dem Giftblick und dann spammt man einfach die ganze Zeit die Kopfnuss, hofft, dass man die Gegner durch den Edelmut irgendwie daran hindert, jemals irgendwas zu machen. Das Problem, das heutzutage so ein bisschen besteht, ist, dass die Paralyse jetzt nur 50% die Initiative senkt und im Pio gibt es einige sehr schnelle Pokémon, das heißt, gegen die wird man auch nicht unbedingt mit dieser Taktik ankommen können. Und meine Idee war es, etwas mehr aus der großartigen Coverage zu machen, aber das will ich an dieser Stelle noch nicht spoilern. Freut euch, auf jeden Fall haben wir in diesem Kampf ein schönes, kleines Spotlight von Dummiesel, was aber nur so gut funktionieren kann, wenn das Team dieses Pokémon auch gut supportet, deswegen ist das ein wenig darauf ausgelegt. Eine Kampfschwäche haben wir definitiv, deswegen brauchen wir auf jeden Fall ein Pokémon, das sowas wie Razaf ziemlich gut handeln kann, ist ja momentan das Staple-Kampf-Pokémon im Pio-Tier. Ich habe mich hier für ein Sichilo entschieden, nicht für ein Geister-Pokémon, was manchmal auch ein wenig Probleme gegen Razaf haben kann. Sichilo ist ein bisschen sicherer, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in eine Steinkante reinlaufen. Wir spielen es hier ebenfalls mit dem Walschall, um Walschall Razaf outspeeden zu können. Ebenfalls sehr, sehr wichtig. Ansonsten können wir mit der Kehrtwende schönes Momentum generieren, was unserem Team sehr zugute kommt, gerade unseren sehr speziellen Dummiesel-Set. Und der Schaden von unserem Sichilo wird sich auch definitiv sehen lassen. Aber wir haben dazu auch noch viele andere Pokémon mit dabei. Vor allen Dingen haben wir diesmal auch wirklich einen sehr starken defensiven Core, bestehend aus Schlurpleck und einem Goofer. Goofer hier hauptsächlich, um Sachen zu toxinisieren und Sachen, die man nicht toxinisieren kann, wie zum Beispiel Stahl-Pokémon, die natürlich auch gar nicht mal so schlecht sind gegen unser Dummiesel-Set. Da haben wir natürlich einen kleinen Trick in der Hinterhand. Die können wir zum Wassertypus umändern und dann eben toxinisieren. Ein etwas passives Set, aber mir gefällt es eigentlich ziemlich gut. Dazu tragen wir noch den Beulenhelm, um physischen Angreifer auf passive Art und Weise Schaden zu drücken. Schlurpleck hier auch ein bisschen passiver als sonst, mit dem Wunschtraum und der Vitalglocke, einfach um unser Team irgendwie fit zu halten, für den Fall, dass wir toxinisiert werden oder vielleicht paralysiert, verbrannt. Alles Sachen, die ich nicht unbedingt auf meinen Damage-Dealern sehen will. Um Tarnsteine und Hazard Control generieren zu können, haben wir dazu auch ein Lepumentas mit. Hazard Control wird wahrscheinlich ein wichtigerer Faktor sein, dadurch, dass wir sowas wie ein Scherox mit dabei haben, was natürlich nur sehr, sehr ungern in Tarnsteine reinwechselt. Aber Lepumentas ist da wirklich ein faszinierend guter Pick. Wir können Tarnsteine rauslegen, wir können durch den Turbodreher Tarnsteine entfernen. Und durch die Typenkombination haben wir sogar ein ziemlich gutes Matchup gegen gängige Tarnsteinleger. Das heißt eigentlich eine perfekte Ergänzung für unser bisheriges Team. Um Wasser-Pokémon ein wenig besser handeln zu können, habe ich mich für Fulipurba entschieden. Ein sehr gutes und vor allen Dingen schnelles Pokémon. Das war auch ein Faktor, der mir bis dahin ein wenig Sorgen gemacht hat, dass ich relativ langsam unterwegs bin. Natürlich mit Scherox sehr viel Geschwindigkeit, aber der Rest ist halt sehr passiv und muss meistens einen Hit tanken, bevor es wirklich ein bisschen Effektivität generieren kann. Und Fulipurba hilft da definitiv aus, kann in vielen Matchups den Gegner auch rauskehren und mit dem Schwertanz um einiges gefährlicher werden. Wir spielen es hier mit dem Botanium Z als Item, um einmal schnell viel Schaden drücken zu können, fragile Pokémon direkt schnell und effektiv rauszunehmen oder bulkige Pokémon so weit runterschwächen, dass wir später mit Dummiesel dagegen besser ankommen. Aber jegliche Taktik ist unbrauchbar, wenn der Gegner Lumpungsresistent ist. Dieser hat heute mit ein Razaf, ein Vesprit, ein Stolos, Frostetie, Lanthorn und ein Mantidea. Ein schönes Standard-Pio-Team, würde ich beinahe behaupten. Natürlich mit Razaf und Vesprit momentan sehr, sehr beliebte Pokémon, aber da haben wir zum Glück eine perfekte Antwort, und zwar unser Sichilo. Mit der Kehrtwende können wir das Vesprit wahrscheinlich direkt rausnehmen und uns ein wenig Momentum gegen die anderen Matchups generieren. Und gegen Razaf können wir da auf das Aeroas gehen, das wird dann auch wahrscheinlich ausreichen, um es direkt rauszunehmen. Durch den Wahl
Fallschaden müssen wir auch kein Risiko fahren, dass der Gegner schneller sein könnte als wir und uns mit einer Steinkante vorher rausnimmt. Insofern muss ich mir wahrscheinlich um diese zwei Pokémon eher weniger Sorgen machen, aber man muss trotzdem immer ein bisschen aufpassen. Drücken immer noch gigantischen Schaden und gerade bei Vesprit gibt es ja viele verschiedene Sets, die mir potenziell den Tag ruinieren können. Ansonsten muss man sagen, dass das Matchup hier sehr ausgeglichen ist. Sowohl ich als auch der Gegner haben ziemlich gute Antworten gegen die größten Threats des jeweils anderen. Lantern ist normalerweise ein sehr nerviges Pokémon, aber da sollten wir mit unserem Volipurba sehr, sehr gute Chancen haben. Gegen Stolos haben wir unser Lepomantas, das hier sehr, sehr gut bestehen kann und für den Fall, dass der Gegner die Tarnsteine rauslegen will, haben wir da auch den Turbodrier. Wir müssen nur aufpassen, dass Frostedie ist tatsächlich ein bisschen ärgerlicher, als es sein sollte, denn zum einen kann es hier den Turbodrier abfangen und dann mit den Eisattacken vieles in meinem Team ziemlich effektiv treffen. Da habe ich keine perfekte Antwort. Ich könnte natürlich hier in Gufa rauswechseln. Dieses ist aber komplett physisch defensiv und ein Geister-Z-Move würde hier sehr, sehr wehtun. Aber ich glaube, mit Schlurpleck sollte ich auch noch gute Optionen gegen dieses Pokémon haben. Aber ich laber hier schon viel zu lange rum. Ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon Wi-Fi-Battle zu sehen und genau das sollt ihr bekommen. Deswegen viel Spaß dabei! So, das Match geht los und wir leaden an dieser Stelle erstmal mit unserer Kampfgurke, unserem Goofer, weil ich erwarte, dass der Gegner entweder mit seinem Razaf anfangen wird oder vielleicht mit seinem Stolos und gegen beide Pokémon haben wir ein gar nicht mal so schlechtes Matchup tatsächlich. Das Razaf beispielsweise können wir durch unseren Beulenhelm auf eine passive Art und Weise immer wieder schädigen. Wenn der Gegner hier kein Walband tragen sollte, wird der Nahkampf definitiv kein Two-Hit-KO sein und wir können uns dann noch gegenheilen durch die Genesung. Der Gegner hat das wahrscheinlich schon realisiert, geht hier auf die Kehrtwende, ist potenziell das momentan sehr beliebte Walschar-Set. Dadurch, dass wir auch kein anderes Item gesehen haben, können wir potenziell schon davon ausgehen. Und hier haben wir direkt die erste gute Prediction getroffen. Und zwar sind wir auf die Überflutung gegangen. Überflutung negiert sozusagen den Typus des Gegners und wandelt das zu Wasser um. Was in diesem Fall gegen das Stahl-Pokémon Stolos natürlich sehr, sehr praktisch ist. Wir können es jetzt nämlich toxinisieren. Und dazu macht der Gegner noch ein bisschen weniger Schaden, dadurch, dass er keinen Step auf seine Angriffe bekommt. Also natürlich gibt es da keine Garantie für, aber ich glaube, eine Kraftreserve Wasser ist an dieser Stelle nicht wirklich zu erwarten. Und selbst wenn, das wäre nicht sonderlich schlimm. So, gesagt, getan. Wir haben es geschafft, den Gegner zu toxinisieren. In der Runde davor haben wir sogar den Rückentzug eingesetzt, sodass der Gegner auch nicht wechseln kann. Das heißt, hier sind wir in einer sehr, sehr guten Situation. Der Gegner kann uns natürlich ein bisschen Schaden entgegenwerfen, aber wir sind komplett physisch defensiv. Wesentlich nerviger wird es sein, hier auf das Toxin gut klarzukommen. Wir haben natürlich die Genesung, werden also auf lange Sicht wahrscheinlich besser bestehen können als das gegnerische Stolos, gerade weil wir auch noch den Beulenhelm mit dabei haben. Ein Problem, das ich ja momentan sehe, sind tatsächlich die Tarnsteine. Ich habe aktuell eine schöne Möglichkeit, mein Lepomantas hier reinzuwechseln. Ich resistiere dem Kopfstoß und der Gegner kriegt ja keinen Step-Bonus mehr da drauf. Das heißt, ich könnte diese Gelegenheit nutzen, relativ risikofrei die Tarnsteine wegzufegen, was natürlich meinem Sichtloch hier sehr zugutekommt, was ich definitiv brauchen werde, um später das Razaf noch relativ sicher handeln zu können. Problematisch in dieser Situation ist es halt nur, dass der Gegner ein Geister-Pokémon mit in sein Team hat, kann also den Turbodreher noch irgendwie abfangen, aber ich muss hier probieren, den Gegner ein wenig unter Druck zu setzen und vor allen Dingen das Stolos wird demnächst von alleine K.O. gehen durch eben das Toxin. Ich wechsle ja so, wie gesagt, in Lepomantas raus. Ich kann der nächsten Attacke gut resistieren. Das Toxin wird die Arbeit quasi von alleine erledigen und dann kann ich gucken, was ich denn hier als nächstes einsetzen werde. Ich könnte natürlich auf den Turbodreher gehen, würde meinem ganzen Team zugutekommen, wenn ich die Tarnsteine entferne, aber wenn der Gegner dann richtig reagiert, sollte er in Frostedie direkt rauswechseln, dann würde ich eine Runde verlieren. Das will ich nicht unbedingt an dieser Stelle. Ich habe gerade so ein schönes Momentum aufgebaut. Deswegen gehe ich hier auf die Tarnsteine, quasi eine Garantie, dass ich einen gewissen Mehrwert daraus generieren kann. Und das war doch mal ein sehr, sehr schöner Auftakt für diesen Kampf. Wir haben das Stolos schon fast besiegt bekommen. Es hat nur ganz wenig KP, es ist toxinisiert. Wenn es in die Tarnsteine reinwechselt, wird es wahrscheinlich auch schon besiegt werden, obwohl es natürlich hier doppelt und dreifach resistiert. Und sehr viel haben wir eigentlich nicht verloren. Wir haben sogar selber die Tarnsteine rausbekommen. Insofern will ich mich mal nicht beschweren. Gegen das genische Fossetti will ich mit Lepomantas aber nicht drin bleiben. Das werde ich später noch brauchen, um die Tarnsteine irgendwann hoffentlich entfernen zu können. Und
Und Frostsee, die macht auch sehr, sehr guten Schaden. Wir sehen hier sogar einen Z-Kristall. Leider vom Eistypen und nicht vom Geistertypen, den man auch gerne auf Frostsee spielt, denn wir sind hier in Schlurpleck rausgewechselt. Aber auch so sollten wir diesen Angriff ziemlich gut standhalten können, denn wir sind komplett spezial defensiv aufgestellt. Dazu auch noch Überreste. Das heißt, eigentlich sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben dazu auch noch den Abschlag, der jetzt natürlich nur verminderten Schaden macht, dadurch, dass man Z-Steine nicht entfernen kann. Aber das sollte gegen Frostsee immer noch ganz gut ausreichen. Leider eine kleine Einladung für den Gegner, hier Stachler rauszulegen, aber dieser ist erstmal auf den Verhöhner gegangen, was für unser Set natürlich sehr, sehr ärgerlich ist, aber trotzdem können wir hier das Geister-Pokémon, das uns ja davon abhält, die Hazards wieder zu entfernen, ziemlich gut schädigen. Es ist sogar ein Two-Hit-KO, das hätte ich nicht erwartet, dadurch, dass wir eben nur defensiv aufgestellt sind, aber die Basiswerte von dem Schlurpleck sind natürlich auch nicht so zu unterschätzen. Der Gegner wollte seine Frostede noch einmal safe halten, wechselt hier seinen Stolos nochmal rein, was natürlich sofort zugrunde geht, und so kann sich der Gegner leider wieder ein bisschen Momentum zurückgenerieren und holt damit sein Razzaf wieder aufs Kampffeld. Das ist sozusagen der Motor des gegnerischen Teams, womit er mich wirklich sehr, sehr stark unter Druck setzen kann, und dadurch, dass die Tarnsteine eben noch draußen sind, kann ich nicht auch so einfach in mein Sichlor rauswechseln. Ich hätte es wahrscheinlich auch so nicht gewagt für den Fall, dass der Gegner hier sofort die Steinkante gedrückt hätte, und mit Gufa habe ich ja noch so ein bisschen eine Chance, etwas gegen das Razzaf ausrichten zu können. Leider werde ich durch das Toxin in Kombination mit den Tarnsteinen keine zwei Nahkämpfe tanken können. Ich glaube, es war hier mehr oder weniger eine kleine Roll, aber unglücklicherweise nicht wirklich zu unseren Gunsten. Ich bin hier auf die Genesung gegangen für den Fall, dass wir es noch irgendwie überlebt hätten, denn wir können wesentlich mehr regenerieren, als der Gegner uns Schaden macht, und durch den Beulenhemm könnten wir potenziell das Razzaf direkt auf eine passive Art und Weise direkt in seine Schranken weisen. Gufa ist nun leider K.O. gegangen, aber es hat trotzdem einen sehr schönen Mehrwert in diesem Kampf gezeigt. Als nächstes hole ich hier mein Fully Purba rein, hat eine gute physische Defensive. Einen Angriff werden wir also auf jeden Fall standhalten können, und ich bin ziemlich sicher, dass der Gegner hier seinen Razzaf noch weiter behalten will. Deswegen nutzen wir diese Gelegenheit direkt für ein kleines Setup durch den Schwertanz. Als nächstes hat der Gegner seinen Mantidea ins Rennen geschickt, aber dank der Kreuzschere sollte dieses Matchup auch ziemlich zu unseren Gunsten verlaufen. Jetzt, da wir auf plus 2 physischen Angriff sind, umso besser. Leider reicht es nicht aus, um Mantidea direkt zu besiegen. Ist offensichtlich ein sehr bulkiges Set an dieser Stelle, aber wir haben, glaube ich, auch nicht allzu viel zu befürchten, auch wenn hier der Kraftkoloss doch ein wenig mehr Schaden angerichtet hat, als ich das erwartet habe. Dadurch, dass der Gegner ja defensiv aufgestellt ist, kein Step-Bonus hat, meine Defensive ja auch gar nicht mal so übel ist, aber nun gut, so eine große Relevanz soll das an dieser Stelle nicht spielen. Mantidea haben wir somit besiegt, der Gegner hat also keine Möglichkeit mehr, Hazards von seinem Teil des Feldes wegzuentfernen. Als nächstes holt der Gegner sein Razzaf rein. Ich habe ja schon gesagt, das ist der Motor, den der Gegner hier probieren muss, am Laufen zu halten. Erfreulicherweise ist der Gegner hier mehr oder weniger gezwungen, erstmal auf die Kehrtwende zu gehen, denn tatsächlich wird auf dieser Range ein Nahkampf nicht zu 100% ausreichen, und ich weiß nicht, ob ich hier noch den Mülltreffer mit dem Set hat, was manchmal mitgenommen wird, gerade für solche Situationen, aber okay, der Gegner probiert hier safe zu spielen, aber das kommt mir ja nur zugute, denn dann muss der Gegner irgendwas in unser plus 2 Fully Purba reinwechseln. In diesem Fall hat er sich für Frostete entschieden, ein Pokémon, das schon sehr, sehr stark angeschwächt ist, deswegen kann ich das verstehen, aber ich freue mich, denn das gibt meinen Lepomentas früher oder später noch die Gelegenheit, sicher den Turbodreher einsetzen zu können. Das heißt, hazardmäßig sollte das eine sehr, sehr gute Situation für uns darstellen. Fully Purba wird an dieser Stelle leider untergehen müssen, nachdem die Kehrtwende hier den Rest gemacht hat, aber auch hier haben wir aus diesem Pokémon einen schönen Mehrwert generieren können. Zwei Pokémon direkt besiegt, mehr habe ich mir gar nicht erhoffen können. Der Gegner hat sich hier für sein Landturm als nächstes Pokémon entschieden, ich wiederum dann für mein Lepomentas, auch wenn das Matchup hier nicht perfekt zu unseren Gunsten funktioniert, wobei auch die Erdkräfte guten Schaden machen sollten. Ich will aber die Sicherheit der aktuellen Situation nutzen, um die Tarnsteine zu entfernen, so dass man sich nur hier wirklich aktiv am Kampf teilnehmen kann und keine 50% Schaden durch das Reinwechseln bekommt. Erfreulicherweise werden wir durch das Siedewasser nicht verbrannt, sodass wir noch eine Runde überleben können und die Gelegenheit für einen Gegenangriff nutzen können. Der Gegner kann natürlich das Ganze predicten, was mega offensichtlich ist, und in sein Vespid rauswechseln, um die Erdkräfte abzufangen, was er genau an dieser Stelle tut. Das hat sehr, sehr gut mitgedacht, aber optionstechnisch stand auch nichts anderes auf meiner Agenda. Ich hätte natürlich auch Psychokinese drücken können, um allen ein wenig Schaden zu machen, aber das hätte dem Vespid nicht wirklich wehgetan, und für den Fall, dass der Gegner nicht mitgedacht hätte, wären die Erdkräfte sicherlich auch ausreichend, um das Landhorn direkt zu besiegen. Aber so kriegen wir immerhin das Momentum zurück. Der Gegner hat noch sein Razzaf, das einzige, was ihm sozusagen
sozusagen noch den Sieg einbringen kann, denn wir haben noch zwei Pokémon übrig, die hier kaum was dagegen machen können. Ein Nahkampf wird sowohl das Schlurpleck als auch leider unser Dummiesel besiegen, aber solange wir unser Sichlor haben, sollte noch alles okay sein. Wir müssen halt gucken, dass wir nicht aus Versehen in irgendeine sehr effektive Attacke reinwechseln oder irgendwie Risiken eingehen, aber auf der anderen Seite ist Razaf auch so weit geschwächt, dass er das auch nicht so blind in Sachen reinwechseln kann. Wir haben uns aktuell durch die Kehrtwende von dem Cherox eine wundervolle Situation generiert, wo wir mit unseren Dummiesel tatsächlich ein bisschen was anstellen können. Für den Gegner wird es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger sein, Sachen hier gut reinzuwechseln. Er erwartet sich ja das klassische Giftblick-Set und er will weder seinen Razaf noch wahrscheinlich seinen Vesprit hier paralysiert sehen. Er bleibt daher mit seinem Landhorn drin, was mir nur zugute kommt, denn ich brauche erstmal ein wenig Ruhe, um das Dummiesel erstmal, ich sag mal, scharf zu machen. Ihr seht ja das Set hier oben, ich habe es die ganze Zeit nicht verraten. Gedankengut mit drei sehr interessanten Moves, die von der Kampffähigkeit wahrscheinlich gar nicht mal so stark eingestuft werden können, aber wenn wir denn Glück haben und mit Dummiesel hat man ein wenig mehr Glück als normalerweise, kann man da schöne Boni abstauben. Das Gute ist, dass Landhorn uns tatsächlich sehr, sehr wenig anhaben kann und selbst wenn er uns irgendwie in den roten Bereich runterhauen sollte mit seinen Angriffen, wir haben ja noch die Japperbeere, das heißt, wir würden wieder um 50% geheilt werden, aber hier hat sich der Gegner ein bisschen mutiger verhalten, sieht, dass hier wahrscheinlich ein bisschen was Gefährliches entstehen könnte, wechselt also mit dem Voltwechsel sofort raus und holt hier sein Vesprit rein. Wir sind hier auf die Antikraft gegangen, leider nicht die 20%ige Chance für die Boost abgestaubt. Hier hat sich der Gegner wahrscheinlich gedacht, okay, das Dummiesel boostet seine spezielle Verteidigung, ich muss irgendwas Physisches reinholen, was einen Angriff überlebt und hier kann der Psychoschock auf jeden Fall sehr positiv genutzt werden. Zum Glück überleben wir diese Attacke dadurch, dass wir komplett physisch defensiv aufgestellt sind und das aktiviert sogar noch unsere Beere. Das heißt, Dummiesel ist hier um einiges gefährlicher geworden, nicht nur weil es wieder KP-technisch ein bisschen fitter geworden ist, sondern weil es auch hier den Antikkraft-Bonus abgestaubt hat. Das heißt, defensiv super gut aufgestellt. Offensive kann sich jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen besser sehen lassen, dadurch, dass wir auf plus 4, glaube ich, sind. Zweimal Gedankengut, einmal Ladestrahl und jetzt noch der Antikkraft, genau. Plus 4, das macht das Dummiesel ja schon fast genauso stark wie ein normales spezialdefensives Pokémon, aber es ist ein cooles Set und ich freue mich, dass es hier ansatzweise funktioniert hat, aber wir haben auch genau die richtige Stelle gefunden, um es eben in diesen Effektivitätsbereich reinzubringen. Wir kriegen hier einen wundervollen KO, wir können das Vesprit besiegen, problematisch wird aber die Kombination aus Razaf und den Landhorn. Razaf kriegen wir hier auf jeden Fall mit unserem Sichlor besiegt und jetzt, nachdem er einmal in die Tarnsteine reingewechselt ist, reicht sogar noch eine Kehrtwende aus und wir müssen uns nicht irgendwie auf den Flugmove committen, was natürlich gegen Landhorn ein bisschen weniger Schaden machen sollte. Hier macht der Gegner uns übrigens noch ein ganz, ganz kleines Geschenk und geht tatsächlich auf die Kehrtwende, die wir ganz knapp überleben können durch den Antikraft-Bonus wahrscheinlich. Hat potenziell erwartet, dass wir sofort in unser Sichlor rauswechseln könnten, aber das will ich gar nicht riskieren. Es könnte jederzeit die Steinkante kommen und dann hätte ich gar keine Antwort mehr gegen Razaf und würde wahrscheinlich verlieren. Und ja, mit dem Dummiesel hätte ich wahrscheinlich nicht mehr allzu viel anfangen können auf dieser KP-Range, aber hier nochmal einen Angriff rausbekommen und sogar noch die Verwirrung als kleinen Bonus. Das heißt, wir hätten sogar noch die Chance gehabt, hier das Landhorn im Alleingang zu besiegen, wenn der Gegner sich selber gehauen hätte. Aber ich glaube, mit dem Dummiesel hatten wir schon mehr als genug Glück in diesem Kampf und ich bin sehr, sehr froh, dass alles so schön funktioniert hat. Als nächstes hole ich hier mein Sichlor rein. Ich sollte mit zwei Kehrtwenden auf jeden Fall alles im gegnerischen Team besiegen. Landhorn kann natürlich noch eine Attacke überleben, aber zum Glück haben wir noch unser Schlurpleck safe gehalten. Dass das einmal wechseln ist noch möglich. Der Gegner wird wahrscheinlich ebenfalls auf den Voltwechsel gehen, aber wie gesagt, die Kehrtwende kann das Razaf besiegen, gerade wenn es gleich noch in den Tarnstein reinwechselt. Dasselbe gilt aber auch für das Landhorn. Wir haben ja gerade schon den Schaden gesehen. Das heißt, eigentlich kann hier nichts mehr schief gehen, außer ich habe irgendwas komplett ignoriert, habe vergessen, dass Landhorn als super spezielle versteckte Fähigkeit die Statik hat, die dann vielleicht gegen das Sichlor triggert, aber ich glaube nicht. So. Jetzt haben wir leider noch ein trauriges Matchup vor uns, das Schlurpleck gegen das Razaf. Hier wird natürlich der Nahkampf eingesetzt. Ich glaube, der Gegner hat hier nicht wirklich mehr viel zu verlieren und oder zu befürchten. Schlurpleck geht unter, aber das bereitet einfach das Kampffeld vor, dass wir hier mit dem Sichlor einfach durchsweepen können. Wir könnten natürlich auf den Käferbiss gehen, aber ich finde die Animation von der Catwan eigentlich viel, viel cooler. Hat so ein bisschen was von Dragon Ball, wenn die Charaktere mit super Schallgeschwindigkeit und ihren Auren rumfliegen. Deswegen habe ich mich für diesen Move entschieden.
schadenstechnisch sollte es hier nicht mangeln. Der Gegner wechselt hier nochmal mit seinen Rasaf natürlich raus, aber ja, das erhöht nochmal die Chance, dass wir hier rolltechnisch absolut nicht daneben hauen können, durch die Tarnsteine eben. Landhorn ist hier weg, keine Statik, keine super versteckte Statik an der Stelle und das sollte dann am Ende der Sieg für uns sein. Was mich extrem freut, ein sehr, sehr spannender Kampf, sehr viele Höhen und Tiefen und vor allen Dingen freue ich mich, dass die Taktik mit dem Dummesel ansatzweise aufgegangen ist. Wir haben natürlich nur ein Pokémon rausgenommen, aber es hat einfach so schön funktioniert. Es war immer eine große Freude, wenn ich auf die Moves gehen konnte und dann einfach hier so ein bisschen Würfelwurf. Kommt der Bonus oder nicht? Und gerade bei Antikraft, ich finde Antikraft, wenn das triggert, dann ist die Freude auf jeden Fall sehr, sehr groß. Super Saiyajin Gott Dummesel an der Stelle. Aber man darf auch nicht ignorieren, dass der Rest des Teams auch sehr, sehr gut miteinander funktioniert hat und nur dadurch konnten wir an eine Stelle kommen, wo Dummesel wirklich ein bisschen strahlen konnte. Der Gegner hat natürlich auch wirklich sehr, sehr gut gespielt, hat auch ein sehr gutes Team heute mitgebracht. An einigen Stellen vielleicht ein bisschen overpredicted mit dem Rasaf, aber an vielen anderen Stellen auch gut um kritische Situationen herumgespielt. Insofern, da darf man sich keine Blöße geben und auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für diesen tollen Kampf. Wie immer an dieser Stelle würde ich gerne auf die Videobeschreibung hin weisen wir nochmal die genauen Sets meiner Pokémon erfahrt mit Showdown in Portable natürlich für den Fall, dass ihr das großartige Team selber mal ausprobieren wollt. Vertraut mir, macht sehr viel Spaß und ist tatsächlich sehr effektiv, auch wenn es auf den ersten Blick ein bisschen anders erscheint oder ein bisschen passiver erscheint, aber es funktioniert halt. Deswegen probiert es gerne mal aus. Mein Twitter-Link steht ebenfalls in der Videobeschreibung für den Fall, dass ihr lustige Bilder von meinem Japan-Urlaub sehen wollt und dann haben wir auch noch meinen Twitch-Link, der ebenfalls in der Videobeschreibung steht. Am Wochenende streame ich immer, das heißt, schaut gerne mal vorbei, falls euch Spiele außerhalb der Pokémon-Szene interessieren. Aktuell ist sehr viel Zelda und ein bisschen Fire Emblem mit dabei. Seid herzlich willkommen. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.